Ich habe das iPhone XR nun ein bisschen hier und habe auch mit der Kamera ein bisschen rumgespielt. Und obwohl es das günstigere Gerät im Vergleich zum iPhone XS ist, ist mir aufgefallen, dass die Bilder vom iPhone XR teilweise sogar besser aussehen. Aber wo jetzt allgemein die Unterschiede zwischen den Geräten liegen, was die Kamera angeht, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! In diesem Video soll es aber wirklich nur um die Unterschiede der Kameras gehen. Das heißt, wenn ihr mehr zu den allgemeinen Unterschieden sehen wollt von den Geräten, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung, denn dort habe ich euch einige interessante Videos dazu verlinkt. Jetzt aber mal zu den Kameras, und bevor ich mit den wirklich spannenden anfangen werde, nämlich den Hauptkameras, möchte ich einmal kurz über die Frontkameras der beiden Geräte sprechen, denn beide Geräte haben den identischen 7-Megapixel-Sensor verbaut, mit dem man auch wirklich gute Aufnahmen erzielen kann. Die Farben sind zwar kräftig, aber trotzdem noch ziemlich natürlich, und durch Smart HDR wird probiert, aus den Bildern, was den Dynamikumfang angeht, wirklich das Maximum rauszuholen. Hin und wieder sieht das Ganze zwar sogar ein bisschen zu extrem aus, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Ergebnisse einfach gut aussehen. Beide Smartphones haben in der Notch die Sensoren für Face ID verbaut, und diese Sensoren können in der Kamera-App dafür genutzt werden, um Porträtfotos aufzunehmen, also diese Fotos mit dem schönen, unscharfen Hintergrund. Und das Ganze funktioniert auch ziemlich gut, denn das Bokeh, das sieht wirklich schön aus. Allerdings ist die Kantenerkennung eben nicht ganz so optimal und man sieht irgendwie, dass es einfach ein digital errechnetes Bokeh ist. Kommen wir jetzt aber zu der wirklich spannenden Frage, und zwar, welche Hauptkamera ist denn besser? Auf der einen Seite haben wir das iPhone XS, welches eine 12-Megapixel-Dual-Kamera verbaut hat, und die zweite Linse ist hierbei eine zweifache Telezoom-Linse. Und dann ist ja das iPhone XR und hier haben wir eben nur eine Kamera. Diese eine Kamera ist aber die normale Brennweite vom iPhone und auch der Sensor ist die identische. Das heißt, hier wurde eben nur auf diese zweite Zoom-Kamera verzichtet. Bei normalen Fotos sind also beide Kameras identisch und auch hier lässt sich sagen, dass die Kamera einfach wirklich verdammt gute Bilder macht, und auch hier wird durch Smart HDR probiert, das Maximum aus dem Dynamikumfang rauszubekommen, so dass man in jeder Situation möglichst keinen ausgebrannten Hintergrund hat oder keine ausgebrannten Stellen, und das funktioniert eben auch verdammt gut, und ich würde sagen, dass die iPhone-Kameras auf jeden Fall in den Top 3 der Smartphones mitspielen. Erste Unterschiede gibt es dann allerdings, wenn man in die Bilder einmal hereinzoomt. Das iPhone XR kann maximal 5-fach digital in das Bild hereinzoomen, und mit dem iPhone XS haben wir eben einen 2-fachen optischen Zoom und dann zusätzlich einen digitalen Zoom bis zu 10-fach. Und welche Kamera hier besser ist, darüber muss ich, glaube ich, nicht lange sprechen. Das iPhone XS macht einfach die deutlich besseren Bilder, und ich meine, hier mit diesen eingeblendeten Bildern wird das auch ziemlich deutlich. Viel interessanter wird es dann allerdings bei den Kameras, denn wir haben hier zwei verschiedene Arten, wie das Porträtbild sozusagen errechnet wird. Zum einen haben wir hier eben das iPhone XS, wo hauptsächlich die zweite Kamera genutzt wird, wodurch das Bild immer hereingezoomt ist. Aber dadurch, dass eben zwei Kameras vorhanden sind, wird dadurch eben das digitale Bokeh errechnet und eingefügt. Ironischerweise ist aber die Kantenerkennung bei dem iPhone XR deutlich besser, und das, obwohl wir hier eben nur eine Kamera haben, wo alles vollkommen digital eingefügt wird. Das heißt, diese eine Kamera, die nimmt nicht nur das Bild auf, sondern muss eben auch noch die Tiefeninformationen erkennen. Eigentlich sollte man ja meinen, dass das iPhone XS die besseren Porträtbilder macht, zum einen, weil es teurer ist, aber noch viel wichtiger, weil es eben zwei Kameras hat, und zwei Kameras sehen nun mal mehr. Aber tatsächlich ist es so, dass insgesamt die Bilder vom iPhone XR einfach besser aussehen, weil die zweite Kamera, die beim iPhone XS für die Porträtbilder hauptsächlich genutzt wird, bei schlechten Lichtverhältnissen einfach nicht so gut ist und das Bild dadurch ziemlich schnell anfängt zu rauschen. Das heißt, wir haben weniger Details und allgemein sieht das Ganze eben deutlich matschiger aus. Beim iPhone XR hingegen haben wir nur diese eine Kamera, aber die ist eben auch bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich besser, sodass die Bilder nicht nur heller werden, sondern auch ein geringeres Rauschen haben, mehr Details aufgenommen werden und eben allgemein deutlich schärfer aussehen. Und ich finde das so absurd, weil das iPhone XR einfach die besseren Aufnahmen macht. Zum einen, weil sie weitwinklig sind, aber noch viel wichtiger eben, weil die allgemeine Bildqualität deutlich besser ist. Aber noch absurder wird es, wenn einem bewusst wird, dass das iPhone XS theoretisch die gleiche Kamera nutzen könnte wie das iPhone XR, um so eben auch nochmal bessere Porträtfotos zu machen. Aber wie gesagt, hier wird eben die zweite Kamera genutzt und dadurch leiden einfach die Bilder extrem. Die Porträtbilder vom iPhone XR haben allerdings einen großen Nachteil,
Und zwar könnt ihr ausschließlich Menschen fotografieren. Das heißt, vom Smartphone muss wirklich ein Gesicht erkannt werden, sonst wird dieser Porträtmodus eben überhaupt nicht aktiviert, beziehungsweise es wird kein digitales Bokeh eingefügt. Und beim iPhone XS hingegen könnt ihr eben einfach von allem ein Porträtbild machen, solange eben die tiefen Informationen richtig eingeschätzt werden. Und genau so sollte es eben sein. Das heißt, beim iPhone XR ist man in der Benutzung von diesem Modus deutlich eingeschränkter. Beim Videomodus hingegen gibt es wiederum keine Unterschiede. Beide Smartphones nehmen 4K mit bis zu 60 FPS auf und Slow-Motion-Videos mit 240 FPS in 1080p. Das ist auf jeden Fall extrem gut. Da sind auch wieder die Farben ziemlich gut, die Belichtung stimmt, der Fokus reagiert auch verdammt schnell und auch die Bildstabilisierung ist extrem gut. Ich glaube, dass ich euch mit diesem Video aber einen guten Überblick über die beiden Kameras geben konnte, sodass ihr jetzt wisst, wo die Unterschiede liegen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und wenn ihr beim nächsten Mal vorbeischaut, dann freue ich mich natürlich noch mehr. Also bis dahin, ciao!